ist natürlich gelb, da können auch in der Nacht Monster spawnen, aber es ist eigentlich nicht so wahrscheinlich. Es kann natürlich passieren, aber wir hoffen einfach mal, dass es nicht passieren wird. So, ruhig noch einen Apfel, damit wir ein bisschen Gesundheit regenerieren können. Und dann werden wir da mal uns ein bisschen ins Schlachtgetümmel stürzen. Ich kann immer noch keine Gesundheit regenerieren. Na egal. So, hier ist es jetzt schön dunkel. Da ist ein Creeper. Bitte, was? Doch, er hat einen Gunpowder gedroppt. Wie glücklich ich bin, dass du einen Gunpowder gedroppt hast. Wie sieht eigentlich die Helligkeit aus hier? Habe ich die... Nee, ist auf Bright. Sah mir eben sehr dunkel aus irgendwie. Aber gut, wir haben ein einziges Gunpowder bekommen. Das ist ja schon mal eine feine Sache. Und da haben wir noch mehr Dirt. Großartig. Wir haben jetzt also aktuell mehr Dirt, als wir Holz haben, um es verbauen zu können. Das ist eigentlich eine feine Sache. Gut, wir werden bald... Erstmal will ich noch mehr Dirt haben. Wir werden bald damit beginnen, die Silkworms zu benutzen. Aber wie gesagt, müsste ich erstmal noch mehr Dirt haben, um mehr Bäume anzubauen. Einfach um noch mehr auf Nummer sicher gehen zu können. Denn wenn wir die Bäume hier mit den Silkworms infizieren, um Strings zu bekommen, dann möchte ich das erst machen, wenn ich mit dem Dirt erst einmal ausgesorgt habe. Also ich will einfach eine gewisse Sicherheit da haben, dass ich mir um Dirt erstmal keine Gedanken machen muss und mich deshalb komplett auf String konzentrieren kann. Soweit sind wir aber noch nicht, soweit werden wir aber bald sein. Ich bin ziemlich zuversichtlich, dass wir in dieser Serie viel erreichen werden und viel schaffen werden. Hauptsächlich auch, weil ich mich nicht auf Quests konzentriere und deshalb nichts da ist, was mich aufhält oder zurückhält oder so. Oder sagt, ich soll einen anderen Weg beschreiten, weil der halt besser ist oder so. Oder weil der vom Modpack so gedacht ist. Ich mag das manchmal, aber nicht immer. Und deshalb finde ich das tatsächlich mal ganz entspannt, in einer außergewöhnlichen Situation zu sein, in der mir kein Questbook vorgibt, was ich tun soll. Ich hoffe, ihr versteht das. Aber nach wie vor, ich bin offen für besondere Modpacks mit Questbooks, nur halt nicht zum jetzigen Zeitpunkt. Ich denke mal, wenn ich wirklich mal Zeit habe für ein richtiges Questbook mit besonderen Aufgaben und Mods und Aufgabenstellungen, die halt einfach ganz besonders sind, dann würde ich wahrscheinlich Magic Farm 3 machen. Von Jaded Cat, die auch Agrarian Skies 1 und 2 gemacht hat. Wahrscheinlich würde ich das dann machen und dann wäre ich damit ziemlich zufrieden. Das ist ein ziemlich hardcoriges Modpack, bei dem immer einen auch die Schafe angreifen, wenn man sie schlägt. Also die lassen sich nicht alles gefallen. Das ist fast so wie das Madpack. Aber ich glaube, das Madpack hat nur Quests, die so nebenbei gemacht sind. Also das ist nicht der Hauptfokus des Modpacks. Ich will eigentlich, wenn ich wieder eins mit Quests mache, den Hauptfokus auf dem Questbook haben. Aber wie gesagt, ich widerspreche mir jetzt schon wieder, seit einer Dreiviertelstunde merke ich, weil ich erst sage, okay, keine Quest, dann sage ich wieder, okay, Quest, dann sage ich von einem User generiert. Ich widerspreche mir oft, aber das seid ihr ja von mir auch eigentlich gewohnt. Ich will nur nicht, dass sich niemand angegriffen fühlt, deshalb, weil ich gesagt habe, ich möchte lieber ein offizielles Modpack. Es ist einfach noch eine andere Situation und ich werde darauf zurückkommen, das könnt ihr mir glauben. Es könnte nur ein bisschen dauern. Denn wenn wir uns das mal angucken, Pesty Inc., Rising Bros., Back to the Roots, Sky Factory, ich mache genug Minecraft, finde ich. Und ich möchte halt noch andere Projekte machen. Ich weiß nicht, ob es bis jetzt veröffentlicht wurde, aber ich will schon lange ein anderes Projekt machen. Und ich hoffe eigentlich, das so bald wie möglich zu veröffentlichen. Vielleicht ist es schon veröffentlicht. Hoffe ich einfach mal. Gehe ich jetzt einfach mal von aus. Und die Tür da um die Ecke gefällt mir nicht. Habe ich gerade gesehen. Oh, das ist ja einer mit 5 Blöcken, wa? Nicht nur mit 4. Ja, 5, Donnerwetter. Das sind gleich 4 Planks mehr. Das macht einen Unterschied. So, also das gefällt mir hier nicht. Ich möchte die Tür lieber hier haben. So, die gib mal hier. So. Kaplonk und ich habe gerade ein Skelett gehört. Großartig. Ich möchte die Tür lieber hier haben. Das sieht besser aus. So, und jetzt nehmen wir mal ein Schwert und Kablamo! Ha, keine Chance und 2 Knochen sogar. Ja, großartig. Wenn es jetzt auch noch 2 Knochen von hoher Güte wären, dann wäre ich ja noch glücklicher. Ich habe schon wieder vergessen, einen hinzustellen. Und da ist der nächste gewachsen. Und wächst du auch? Nee, warte, das probiere ich nicht. Ich werde Knochenmehl nur dann benutzen, wenn ich
gerade nichts anderes zu tun habe. Also Knochenmehl ist für mich der Ausweg, eventuell Zeit überspringen zu können, wenn ich halt gerade keine Ausdauer mehr habe, um zu rennen. So, aber ich glaube, über das Schlimmste sind wir jetzt schon hinweg. Ich habe jetzt schon mehr Holz gehabt, als ich erstmal brauche für die Bauvorhaben, die ich habe. Und ich hatte Holz übrig, um einen Crook zu bauen. Das ist großartig. Also jetzt läuft es langsam. Wir stellen schön Dirt her und wir stellen schön Holz her. Die Monsterplattform läuft und ich werde eigentlich einen mehr oder weniger kontinuierlichen Nachschub an Dirt, Saplings und Holz und Bone Meal haben. Also das gefällt mir inzwischen schon sehr, sehr, sehr gut. Es läuft ziemlich gut. Wie gesagt, der Start dauert immer ein bisschen, aber jetzt läuft es. Und ist das wieder einer mit 5 Blöcken? Oh, komm schon. Das wäre natürlich ganz großartig. Ja, wieder mit 5 Blöcken. Cool. Also die Bäume scheinen nicht nachtragend zu sein. Ich habe sie ja oft genug beleidigt und als arrogant bezeichnet, aber... Du willst mich doch verarschen, du dummes Miststück. Ich gebe dir 6 Bone Meal und du wächst nicht. Gut, dann vergnüge ich mich halt hier hinten mit den Skeletten. Hallo? Ist da jemand? Nein? Warum nicht? Und warum ist es so verflucht dunkel? Ich verstehe das nicht. So dunkel ist es sonst nicht. Na schön, dann werden wir halt hier jetzt ein bisschen rumrennen. Ah! Na schön. Wisst ihr, das Gute daran ist, wenn man in Blätterblöcken ist, dann verliert man keine Energie. Ich meine, vor ein paar Episoden ist der Baum, also der Baumstamm in mir gewachsen oder auf mir. Und da habe ich Schaden genommen. Ich habe auch Schaden genommen von dem Clay-Turm aus dem Lucky Block. Aber ich nehme keinen Schaden davon, wenn Blätter auf mir wachsen. Und das finde ich eigentlich durchaus nachvollziehbar und auch sehr fair und sehr cool. Also es gibt tatsächlich so diese kleinen, aber feinen Sachen, die Minecraft wirklich zu was Besonderem machen. Das ist einfach eine tolle Sache. So, da kann auch wieder was rein. Cool, ich weiß gar nicht, wie viel Dirt wir haben. Guck mal, jetzt bin ich schon so dekadent. Oh, ich habe so viel Dirt, ich mache einfach mehr. Ich will mehr Dirt. Aber ich habe keine Ahnung, wie viel ich habe. Ich weiß gar nicht, ob ich jetzt überhaupt noch Dirt bräuchte. Aber solange wie ich Dirt herstellen kann, werde ich Dirt herstellen. So, der andere ist nicht gewachsen. Ich habe 4 Dirt und 54 Holz. Das ist großartig. Was wir aber unbedingt brauchen, sind jetzt ein paar Cobblestone, damit ich ein Furnace bauen kann für Torches. Das ist jetzt wirklich langsam ganz entscheidend. Ansonsten wird früher oder später alles zu einer Monsterplattform. Und das möchte ich nicht. Nein, das möchte ich nicht. Wir werden jetzt also tatsächlich damit beginnen, unsere Bäume mit Silkworms zu infizieren, damit wir Torches herstellen können. Das ist zwar jetzt ein recht langwieriger Prozess und wir werden einiges an Dirt dafür verschwenden müssen. Weil aus einem gesiebten Dirt... Moment, wir gucken einfach mal nach. Use von Dirt. Moment, was? Für einen Phytogenic Insulator. Infuses plants with sun and redstone flux. Oh cool. Das scheint also eine Art Wachsbeschleuniger zu sein. Eine feine Sache. Was bekommt man da? Coarse Dirt. Grass won't grow on it. Warum würde ich das machen wollen? Okay, Ex-Nihilo-Sieve. Man bekommt 6 Stone heraus, allerdings nur 2 mit einer 100%igen Chance, den dritten mit 50%, den vierten mit 50%, die anderen beiden mit 33%. Also man kann Stone rausbekommen. Das heißt, wir brauchen höchstens 2 Dirt, um einen Cobblestone herzustellen. Genau. Und jetzt müssen wir mal gucken, was es für Furnaces gibt. Es gibt den Slab Furnace. Okay, damit können wir ein paar Cobblestones sparen. Kurzes Rechnen. Hier brauchen wir 8 Cobblestone für einen normalen Furnace. Für einen Slab Furnace brauchen wir 8 Cobblestone Slabs. Wir bekommen aber aus 3 Cobblestone 6 Cobblestone Slabs. Das heißt, aus 6 Cobblestone Slabs bekommen wir 12. Moment, ganz langsam. Aus 6 Cobblestone bekommen wir 12 Cobblestone Slabs. Das heißt, wir können einen Furnace aus nur 6 Cobblestone herstellen und nicht aus 9. Aus 8. Wir sparen effektiv 2 Cobblestone. Und das bedeutet im schlimmsten Fall ein ganzes Dirt. Ja, tolle Sache, ne? Da hat der Pesti euch aber mal wieder die Rückhand der Wissenschaft entgegengeschleudert und die Vorderhand der Mathematik. Obwohl, ich kann mich noch gut erinnern, als ich in die Oberstufe gekommen bin, also ab der 11. Klasse, da hatte unser Mathelehrer noch gesagt, und ich mag Mathematik, ich hantiere gerne mit Zahlen, auch heute noch,
Oder besser gesagt, auch damals schon. Hoppala. Das sah eben aus wie ein Schnitt im Video. Also das kam selbst mir vor wie ein Schnitt. Da meinte jedenfalls unser Lehrer, jetzt fangen wir erst richtig an mit Mathematik. Alles davor war Rechnen. Und das fand ich eigentlich richtig cool. Erst jetzt beginnt richtige Mathematik, alles davor ist nur Rechnen. Und er hat völlig recht gehabt, oder sie hat völlig recht gehabt. Also, man kann viel Mathematik machen, jetzt absichtlich in Anführungszeichen, und hat eigentlich gar keine Mathematik gemacht, das war alles nur Rechnen. Ich meine, dieses ganze, ich hätte jetzt fast gesagt Algebra, aber Algebra ist eigentlich auch schon Mathematik. Ich meine, wenn du nur irgendeine komische Formel hast, die du nach einem x auflöst, dann ist das Rechnen. Das hat eigentlich mit Mathematik noch nichts zu tun. Aber wenn du dann irgendwann Formeln hast, die praktisch nur noch aus Variablen und Konstanten bestehen und keine richtigen Zahlen mehr drin haben, also eine komplette Formel praktisch, in der nicht eine ausgeschriebene Zahl vorkommt, dann machst du Mathematik. Und das finde ich trotzdem cool. So. Verdammter Scheiß! Das gibt's doch gar nicht. Ich hab den Baum abgebaut, anstatt ihn mit dem Silkworm zu infizieren. So viel Käse über Mathematik geredet und dann vergesse ich das, was ich eigentlich wollte. Ganz großartig. So, jetzt werde ich auf dieses Dach gehen und dieses Skelett erschlagen. Komm nur her. Ja, ganz großartig. Da habe ich doch mal was geleistet. Donnerwetter. Scheiße, warum spawnt denn das Skelett da oben drauf? Meine, wenn... Es gibt, glaube ich, ein bestimmtes Mob-Limit pro Chunk. Und wenn die Skelette oben auf dem Dach spawnen, dann spawnt nichts in dem Haus. Ich muss unbedingt dieses Dach ausleuchten und dafür brauche ich Silkworms. Verdammter Dreck. Ich baue den Baum einfach Mund ab und unterhalte mich über Mathematik mit mir selbst. Anstatt einfach den Silkworm draufzusetzen, weil das dauert auch noch ein Weilchen. Das dauert natürlich noch, bis dieser Baum wirklich infiziert ist mit diesen Silkworms und die Blätter weiß geworden sind und man String davon bekommt mit dem Crook. Das dauert ein bisschen, das geht nicht sofort. Ah Gott. Ich unglücklicher Tropf. Das ist doch alles nicht wahr. Na schön. Also weiterrennen. 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 Ich frage mich, warum ich immer links rumrenne. Ich bin noch nie rechts rumgelaufen. Ich renne immer links rum. Wahrscheinlich würde mir noch elendiger werden, wenn ich jetzt rechts rumlaufe. Oh nein. Ich habe einen Apfel da reingetan. Ach scheiße, Mann. Einmal in die falsche Richtung Rechtsklick gemacht und schon ist der Apfel zu Kompost verarbeitet. Ich kann nicht mehr essen. So ein blöder Mist. Los, jetzt wächst schon. Ihr seid mir was schuldig. So. Ja, deshalb, ne? Deshalb. Ich musste mich rausbuddeln und deshalb war ich schon im Buddeln drin. So. Silkworm. Scheiße, wie komme ich denn hier jetzt vorbei? So und so. Gut, so komme ich vorbei. Na Gott, da komme ich auch nicht vorbei. Seht ihr, so wird langsam aber sicher ein Skyblock größer, weil man einfach langsam nicht mehr vorbeikommt an seinem ganzen Krempel. So. Okay, und jetzt muss ich tatsächlich warten, bis dieser Silkworm alles infiziert hat. Das dauert ein paar Minuten wahrscheinlich sogar. Ja, hier haben wir jetzt Infesting 26%. Das geht im Sekundentakt, könnt ihr euch ausrechnen. 100 Sekunden sind fast 2 Minuten für ein Blatt. Und wenn das voll infiziert ist, oder weiß ich nicht, ob es voll infiziert sein muss oder nur ein bisschen, dann kann es auch die benachbarten Blätter infizieren. Und dann wird es so ein Domino-Effekt, so eine Chain-Reaction. Wie heißt denn das auf Deutsch? Eine Kettenreaktion? Ja, genau. Da wird so eine Kettenreaktion und dann werden die anderen Blätter auch ganz schnell infiziert. Aber das erste dauert erstmal ein bisschen. Oder sogar ein bisschen länger. Und wenn wir diese Infested Leaves dann mit einem Crook abbauen, dann bekommen wir, ich weiß nicht, ob garantiert oder mit ziemlich hoher Wahrscheinlichkeit String. Und eventuell auch Silkworms wieder raus. Wir bekommen halt nur keine Saplings, um Dirt herzustellen. Und wir bekommen auch keine Saplings, um Bäume zu pflanzen. Das heißt, man muss wirklich aufpassen, was man macht. Denn wenn man seinen letzten Baum mit Silkworms infiziert und man keine Saplings mehr herausbekommen kann, dann kannst du keine Bäume mehr pflanzen, dann hast du verloren. Also das wäre sehr ungünstig und wir wollen nicht, dass das passiert. Deshalb immer schön ein Auge auf die eigenen Blätter, auf die eigenen Saplings halten. Und da drin sehen wir noch ein Infested Leaf, das macht jetzt weiter. Und da ist auch eins. Also sobald eins voll infiziert ist, kann es die anderen anstecken. Und da ist noch eins. Gut, das wird jetzt alles schneller und schneller gehen. Je mehr Zeit vergeht, desto schneller wird es gehen. Und wir versuchen jetzt diesen Baum noch zum Wachsen zu bringen, denn
Oh, sehr schön. Denn wenn der eine Baum erstmal infiziert ist, kann die Infektion auch auf den anderen Baum überspringen. Was bedeutet, dass der dann von drei Blättern gleichzeitig infiziert werden würde, wenn die sich an drei Stellen berühren. Aber ich habe es ja extra so gebaut, dass sie sich nicht berühren und jetzt bin ich der in den Arsch gekniffene. Deshalb verschwenden wir hier einfach mal zwei Silkworms. So, ich habe extra gesagt verschwenden, das ist nicht toll.